Dieser Ton im Hintergrund wurde komplett durch AI generiert. Wie auch du kostenlos zirkende Sounds erstellen lassen kannst, darum geht es in diesem Tutorial. AI Music Generatoren sind ein ziemlich dynamischer Markt. Hier zum Beispiel ein bekanntes Tool ist von Soundtrow. Hier kann man zwar noch Musik erstellen, aber wenn man das Ganze downloaden möchte, dann funktioniert das nur in der Bezahlversion. Auch Boomi ist zum Beispiel ein bekanntes Tool, doch auch hier gibt es dasselbe Problem. In der freien Version kann man nichts downloaden, sondern höchstens 25 Songs speichern. Wir schauen uns deswegen jetzt drei Tools an, die zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall noch kostenlos sind, bei denen man auch Sounds erstellen kann, die man auch verwenden darf. Beginnen wir mit Mubert. Schauen wir uns zuerst die Lizenzen an. Wichtig ist, man kann in der freien Version im Monat bis zu 25 Tracks machen. Man darf diese Lieder aber prinzipiell nicht auf Streaming-Services wie Apple oder Spotify verwenden und in der freien Version auch nicht als In-Game oder In-App-Music. Verwenden darf man es für den privaten Gebrauch und NFT-Soundtracks. Und man kann das Ganze natürlich auch auf YouTube-Videos in die Beschreibung packen. Hier muss natürlich die Firma erwähnt werden. Wie das funktioniert, schauen wir uns später beim Download noch genauer an. Wie generiert man jetzt aber einen Track? Dazu gehe ich auf Generate Track Now. Und hier im ersten Satz ist schon ein kleines Menü versteckt. Man hat die Auswahl zwischen einem Track, also einem klassischen Musikstück, einen Loop, das ist ein kleiner Part, der sich immer wiederholt, einen Mix oder einer Jingle, so wie man es bei der Werbung kennt. Man kann jetzt entweder einen Prompt eingeben oder vordefinierte Sachen wählen. Nehmen wir zuerst mal bei den vordefinierten Sachen. Hier gibt es verschiedenste Musikrichtungen, von Trap, Disco zu Techno. Man kann aber auch Stimmungen wählen, ob entspannte Musik sein soll oder wo zum Beispiel etwas gefeiert werden soll. Oder das Ganze nach Activities sortieren. Auch hier gibt es zum Beispiel passende Musik für Meditation, wenn man schlafen will oder auch für Sport. Probieren wir bei den Genres einfach mal eines aus. Ich möchte hier zum Beispiel einen Dubstep erstellen. Wird automatisch hier Genre und Dubstep hineingeschrieben. Ich kann hier nichts mehr wählen und ich kann die Länge des Tracks angeben. Hier sage ich zum Beispiel, das Ganze soll in 2 Minuten Dubstep-Song sein und danach kann ich einfach auf Generate Track gehen. Geschehenszone, das Ganze wird geladen. Ich kann aber jetzt auch, statt dass ich die vorgewählten Sachen nehme, selbst einen Prompt eingeben. Hier sage ich zum Beispiel einfach mal Old Mickey Mouse Cartoon. Ich möchte diesen, ja, das schneller geht, sagen wir 30 Sekunden haben und gehe auch auf Generate Track. Der erste Song, unser Dubstep Song ist schon fertig. Hier wurde ein Chill Step daraus gemacht. Wir sehen daneben, es sind 100 Beats per Minute und in C. Und wenn wir uns das Ganze anhorchen, ja, dann ist das eben unser Chill Step, was erstellt wurde. Auch unser Old Mickey Mouse Cartoon ist jetzt fertig. Schauen wir uns an, was hier rausgekommen ist. Und ja, das stellt sich eben die KI vor, wie welcher Ton gut in so einen Cartoon passen würde. Neben den Songs gibt es noch weitere Möglichkeiten. Man kann hier zum Beispiel etwas Ähnliches erstellen. Wenn ich das auswähle, kann ich wieder ändern, ob das vielleicht jetzt doch kein Track sein soll, sondern eine der anderen Möglichkeiten. Und auch die Länge kann man verändern. Natürlich gibt es auch den Download und daneben das Löschen. Ich habe schon ein paar weitere Sachen probiert, zum Beispiel bei Activities den Sport Run 180. Und das ist halt um einiges schneller mit 180 Beats in der Minute.
und auch mit dem Prompt, mit der Prompteingabe Shocking Szenen vor Horrorfilm. Und jetzt ist etwas sehr Schönes draufgekommen. Finde ich, würde kurz gut passen. Das habe ich dann jetzt geremixed und als Loop bestellt. Dann kommt so etwas heraus. Man kann aber auch in vorhandener Musik herumstöbern. Wir sehen hier einerseits ausgewählte Stücke schon, die Deathpicks, oder herüben kann man ebenfalls nach generierten Genres und nach bestimmten Themen suchen. Zum Beispiel gibt es auch hier, was würde passen für Sport und Fitness. Dann wurden für diese Kategorie schon erstellte Lieder ausgewählt. Weiters gibt es oben die Search by Referent. Hier kann ich mir auf YouTube Lieder aussuchen. Und dann einfach den Link kopieren, einfügen und es wird gesucht nach ähnlichen Tracks, die in diese Richtung sind. Ja, und nun wurde das Ganze mit verschiedenen Liedern abgeglichen. Hören wir mal rein. Ja, beim zweiten Song kennt man schon auf jeden Fall eine Ähnlichkeit. Hier braucht man halt auch etwas Glück dabei. Unter meinem Profil finde ich auch meine Downloads. Also einerseits hier sind alle meine generierten Lieder. Zum Beispiel habe ich hier auch ein kleines YouTube-Intro von 10 Sekunden probiert. Für manche Kanäle vielleicht interessant. Und unter My Downloads sieht man eben, was man bereits heruntergeladen hat. Und wenn man einen Track herunterlädt, dann kommt hier eben nochmal. Ja, vor einer Stunde hat man hier noch gesehen, einen Link, den man einbinden soll, der auf Mubert verweist. Das Ganze wurde anscheinend geändert. Jetzt kann man hier direkt die Kanäle eingeben, auf die man das Ganze postet, damit man keinen Copyright Strike bekommt. Das zweite Tool ist Beethoven AI. Schauen wir uns auch hier an, was es in der kostenlosen Version gibt. Wir haben einen User, können aber unlimitiert Projekte erstellen, haben Zugang zu allen Genres, allen Instrumenten und Lautstärkeeinstellungen. Wir können jedes Monat 15 Minuten kostenlos downloaden. Das Copyright gehört trotzdem Beethoven, aber wir können hier beliebig das erstellte Lied verwenden. Für unsere YouTube-Videos oder andere sozialen Medien müssen halt Credit geben, das heißt eine Verlinkung in der Beschreibung. Wenn man sich bei Beethoven anmeldet, dann sieht man, kommt man hier ins Backend, wo man schon mal die erstellten Projekte findet. Mit New Track kann man einen neuen erstellen. Hier wird ein zufälliger Name gewählt. Wir können die Dauer einstellen, hier bis 15 Minuten. Und zu Beginn gleich mal das Tempo wählen. Hier sage ich einfach mal Medium. Geht dann auf Next. Jetzt können wir die verschiedenen Musikrichtungen wählen, zum Beispiel Pop oder Elektronik. Ich wähle hier einfach mal Cinematic. Im nächsten Schritt können wir die Stimmung wählen, bisschen traurig, relaxed. Ich nehme hier einfach mal dieses Motivation. Ja, und dann wird schon unser Track komponiert. Wir sehen hier den Track unten auf der Zeitleiste. Das heißt, ich kann den erstellten mal abspielen. Darunter können wir jeweils im Track verschiedene Lautstärken einstellen. Aber zuerst sollten wir uns mal anschauen, welche alternativen Tracks erstellt worden sind. Das ist hier der erste, der zweite, der dritte und der vierte. Mir gefällt der vierte hier am besten, dann wähle ich ihn.
und ich habe ihn hier direkt in meiner Zeitleiste erinnern. Wir können das Ganze noch bearbeiten, wenn wir das Genre oder das Tempo verändern, dann werden wieder neue Songs generiert. Aber hier direkt erinnern können wir die Instrumente ändern. Wir haben zum Beispiel die Chords und die Melodie. Und hier die Percussion. Und wenn ich sage, die möchte ich nicht, kann ich sie herausgeben. Bestätige das Ganze. Wenn ich jetzt das Ganze anhöre, ist dieses Instrument nicht vorhanden. Wir können aber auch eigene Lieder hochladen, also eigene Videos hochladen. Zum Beispiel in diesem Fall ein generiertes Weltbild. Ich drücke auf Play. Jetzt wurde eben hier der Track so generiert, wie er beim Originalvideo ist. Ich kann aber hier noch verschiedene wählen. Das Original, das ist der letzte. Es ist auch möglich, dass man bei einem Track hier verschiedene Schnitte macht, nach diesem Bereich zum Beispiel sperrt und einen anderen Bereich in einer neuen Stimmung stimmt. Dann muss man halt den Track neu komponieren und es wird versucht, einen Übergang von der ersten zur zweiten Session zu erstellen, wie man jetzt gleich hören wird. Ja, ich sag mal, das funktioniert so halbwegs. Kommen wir zum letzten Tool, Soundful AI. Schauen wir uns auch hier zuerst wieder die Lizenzen an. Auch hier ist das Ganze eben, dass man keine Copyright Strikes mehr bekommt und royalty-free Tracks erstellen kann. Und im kostenlosen Paket hat man hier 10 Downloads zur Verfügung und kann von 25 Templates wählen. Wenn wir angemeldet sind, können wir hier links bei den Templates uns anschauen, was alles zur Verfügung steht. Ist oben eine Krone, können wir zwar das Ganze generieren, aber später nicht downloaden. Hier brauchen wir vollen Access. Und ja, die meisten Kategorien haben hier wirklich Kronen, aber es gibt halt mindestens 25, die wir so verwenden können. Und wir schauen, probieren wir hier mal, dass wir zum Beispiel ein Oldschool Template verwenden. Jetzt öffnet hier das Ganze runter und wir können uns gleich mal das Review anschauen. Ja, das war eben unser Beat, der erstellt worden ist. Wir können diesen aber noch anpassen. Das 85 Beat per Minute. Ich das Ganze mal, dann wir auf, dann machen wir mal schnell mit 100 Beats per Minute. Bei anderen Genren kann man das Ganze natürlich noch weiter hochdrehen. Und jetzt klingt das Ganze so. Wir können auch zwischen Dur und Moll entscheiden. Bei Dur klingt das Ganze glücklich und aufgeweckt. Ich kann das herunterdrehen auf Moll. Hier klingt das Ganze etwas trauriger und stimmiger. Und jetzt klingt unser Sound so. Wir können auch die Tonart noch ändern. Hier gehe ich von F zum Beispiel auf E. Und das ist dann unser fertiger generierter Beat. Wir können jetzt noch einen Namen vergeben und das Ganze dann speichern. Den Track finden wir jetzt unter My Library. Und wenn wir diesen haben wollen, müssen wir auf Get gehen.
dann sehen, ich habe bereits ein Video gedownloadet, 10 kann ich runterladen, bekomme MP3 und Wave und jetzt müsste ich rendern und download klicken, dann wird das Ganze wirklich noch gemastert und danach kann der Download stattfinden. Hier habe ich einen Sound mit einen Premium Sound mit Krone erstellt, Melonic Techno. Diesen kann ich zwar generieren und bearbeiten, aber beim Download brauche ich den Premium. Und hier habe ich einen Driving Techno Sound erstellt. Diesen kann ich hier schon, nachdem er gemastert wurde, direkt downloaden. Entweder MP3 oder Wave und dann auf Download klicken. Ja, und damit wünsche ich viel Spaß beim Musik generieren. Vielleicht habt ihr etwas Glück und es wird ein absoluter Top-Hit generiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Für weitere Videos im Bereich AIs, schaut in die Playlist oder abonniert den Kanal.